Bier und Bayern, das gehört zusammen. Der beste Hopfen, der kommt aus Franken, der Spalter Aromahopfen. Und das beste Bier? Auf der internationalen Handwerksmesse in München wollten sie es wissen. Oberfranken gegen Oberbayern. Der ganz besondere Wettstreit. In Sachen Vielfalt hat Franken eh die Nase vorn, dank der höchsten Brauereidichte der Welt. Und beim Geschmack? Wer braut das beste Bier? Sind's die Oberfranken oder sind's die Münchner? Oberfranken, die oberfränkischen Handwerksbrauer haben gewonnen. Er ist einer der Sieger, Jürgen Hopf aus Schönbrunn im Fichtelgebirge. Sein Bier ist nicht nur geschmacklich weit vorne, er hat auch clevere Ideen, sein Bier unter das Volk zu bringen. Für eine spezielle Sorte macht er besondere Faxen. In diesem Keller lagert Hopfs Erotikbier. Dass flüssiges Viagra drin sei, darf er nicht mehr behaupten. Das hat ihm der Pharmakonzern verboten. Was genau dieses Bier so prickelnd macht, verrät der Braumeister nicht. Nur so viel. Angeblich braut er es nachts und nackt. Den fränkischen Scharfmacher gibt's mittlerweile in verschiedenen Größen und Formen. Bis hin zur 2-Liter-Keule für den Mann ab 40. Der pfiffige Franke war mit seinem Erotikbier einfach schneller als die Konkurrenz. Wobei man, wenn man eine Idee umsetzt, nicht immer lauter Freunde hat, weil sie sagen, das ist ein Spinner oder das wird nichts oder so. Aber hinterher, meiner Meinung nach, sind sie alle immer dankbar, wenn ich was Neues geschaffen habe, weil es wieder ein Gesprächsstoff ist und irgendwie ein Aufschwung für die kleine mittelständische Brauerei, die wir sind. Und nach dem sündigen Bier hat sich der Oberfranke wieder etwas anderes einfallen lassen. Benedikt 16. Das Bier zum Papst. Vielleicht als Buße für seine kleinen Sünden vorher.